Das Promi-Geflüster trifft sich heute in Stuttgart im Maritim-Hotel mit einem, ja, sag ich mal, über YouTube dürft ihr euch mittlerweile längst bekannt sein. Und quatscht schon wieder dazwischen. Ich kenne ihn jetzt leider noch nicht wirklich, ich weiß es nicht, aber wir werden ihn gleich kennenlernen. Wie gesagt, YouTube. ZDF Neo hat er seinen eigenen Comedy-Sender jetzt mittlerweile bekommen oder seine eigene Comedy-Sendung. Herzlich willkommen, Teddy. Grüße dich. Grüß dich. Tja, Stuttgart, du bist jetzt mittlerweile oder momentan hier wegen einer Sat.1-Comedy. Wie waren die Dreharbeiten momentan? Gut. Ich hatte jetzt gerade heute Mittag den letzten Drehtag. Habe heute den letzten Drehtag und habe heute Mittag das letzte Bild gedreht. Und es war ein bisschen kalt. Ich glaube, ich werde auch krank. Und es war super lustig. War ein cooles Team und total entspannt. Sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, Sprüche jetzt wie, was laberst du oder dein Bein ist verdreht und so. Ich glaube, das kennt man mittlerweile in ganz Deutschland, zumindest bei den Jugendlichen. Wie siehst du den Hype, dass das jetzt mittlerweile so erfolgreich wurde? Ja, also mich freut es natürlich. Ist ja auch tiefsinnig. Ist ja nicht einfach so dahergelabert. Auf jeden Fall, ich konnte ja was bewegen damit und was verändern. Und das war mir halt so wichtig. Also deine Fangemeinde hast du auf alle Fälle, gerade bei den Jugendlichen, sagen wir alle mal. Da freu ich mich auch. Wie ist es, wenn du jetzt hier auf der Straße unterwegs bist und angequatscht wirst? Siehst du es positiv? Ja, ja, klar. Davor wurde ich nie von Frauen über 50 angesprochen. Und jetzt sind es halt die Frauen über 50, die mich ansprechen, nach meiner Nummer fragen. Und auch hier ins Hotel, ich bin ja schon ein paar Tage hier. Und das ist ganz cool. Jetzt nicht nur Sat.1 war es jetzt, du hattest gerade vor ein paar Wochen auch nochmal einen anderen Dreh bei Soko Stuttgart. Da haben wir auch kurz getroffen. Da bist ja du leider dann auf den Campingplatz abgehauen. Campingplatz abgehauen und dann danach nach Köln zurück. Ja. Das war jetzt eine Zusammenarbeit mit dem Didi Hallervorden. Wie habt ihr euch verstanden? Er ist ja eigentlich auch ein Alter aus dem Comedy-Bereich. Ja, ja, das ist ja eine lebende Legende. War cool, wir hatten zwei Szenen zusammen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, aber nicht wirklich. Ich glaube, ich habe ihn nicht interessiert. Ich fand ihn aber cool. Okay. War interessant, auf jeden Fall. Immer noch so, vor allem wenn du seine Stimme hörst und so, das erinnert ein bisschen. Oder da kommen irgendwelche Kindheitserinnerungen wieder. Das sind gerade so Nonstop-Nonsense. Ich glaube, das hat jeder irgendwo mitbekommen. Ja. Und auch in den Wiederholungen dann jetzt mittlerweile wieder. Ne? Stimmt. Vor kurzem lief wieder. Ja, genau. Ja. Also so kleine Ausschnitte kommen immer mal wieder zu. Ne? Ja. Genau. Zum ersten Mal haben wir uns ja kennengelernt über Leible und Frisch, die schwäbische Serie. Ja, also ich sage, sind alle eigentlich stehen dahinter. Wir alle stehen dahinter. Das ist alles, was ich sagen wollte. Aber irgendwie die Verantwortlichen sehen keinen Sinn darin. Wer weiß, warum? Doch, bestimmt. Hör mal, wir geben auch nicht auf. Wir werden jetzt weiter noch Promotion machen für Leible und Frisch. Und irgendwann mal muss es ja produziert werden. Genau. Wenn alle auf den Straßen stehen und sagen, Leible und Frisch. Und alle danach schreien, hoffentlich wird es produziert. Hopefully. Richtig. Weil jeder will ja wissen, wie es mit der Tankstelle weitergeht. Nicht nur mit der Tankstelle. Ja, wobei, doch, das ist, glaube ich, das Interessanteste gewesen. Die Tankstelle war. Da hat man immer bloß kurz einen Ausschnitt gesehen. Immer, wenn wieder jemand Neues kam, hat er erst an der Tankstelle halt gemacht. Dann gab es einen kleinen Talk. Genau. Und das war's auch. Richtig. Ja, aber das war halt sehr intensiv, dieser Moment. Bei unserem letzten Interview, da warst du noch auf der Suche nach der Taschenlampe. Hast du die mittlerweile gefunden? Die habe ich nicht mehr gefunden. Ja, also tapsch immer noch im Dunkeln sozusagen. Ich tapp immer, was ist denn das für ein Witz? Ist ja doppeldeutig gemeint. Jetzt darfst du kontern. Ah ja, ich tapp immer noch im Nichts. Ich habe die Taschenlampe nicht mehr gefunden. Falls die jemand findet, dann bitte an, kannst du kurz deine Adresse sagen? Die blenden wir nach unten ein, okay. Mit Telefonnummer von dir dann. Ja, genau. Genau. Wo das dann auch die ganzen Fans und Frauen dann bei dir anrufen können. Die Frauen über 50 bei mir anrufen können. Frauen über 50. Ja, okay, wie geht's jetzt bei dir weiter? Wann kommt deine nächste Show, deine nächste eigene? Meine nächste eigene Show? Wir planen jetzt ab November. Wir setzen uns jetzt in 2 Wochen zusammen. Dann fangen wir an, langsam zu produzieren. Und ich denke, dass Anfang nächsten Jahres wird es gesendet. Und hoffentlich wird es
werden ein paar gute Shows dabei sein. Okay. Wir arbeiten dran. Deswegen nehmen wir uns auch so viel Zeit. Was gut ist, wird nicht irgendwie. Hauptsache, jetzt noch ein paar Shows rausgehauen. Und dann natürlich hoffen wir dann, dass im Anschluss direkt Leibler und Frisch wieder produziert wird. Genau. Das ist so, nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen und andere Fans vor allem. Vor allem die Fans warten darauf. Mhm. Unbedingt. Dann jetzt gerade nochmal zu deinem Sat.1-Film, den du jetzt heute sozusagen abgeschlossen hast. Was kann man da erwarten? Kannst du ein bisschen was erzählen? Ich hab da eine ganz kleine Rolle gehabt. Ich habe da einen Taxifahrer gespielt, der immer wieder diese Frau trifft, die um 40 Jahre älter wird, plötzlich. Mhm. Und also es gibt immer diese kurzen Begegnungen, so wie in der Tankstelle eigentlich. Ich bin so der Begegnungstyp. Weißt, ich komme und gehe, immer nur ganz kurz, intensiv und das war heute auch so. So der letzte Tag am Flughafen, wir sind uns kurz begegnet, haben uns tief in die Augen geschaut. Für sie war es halt schwer, sie ist immer wieder rausgekommen, weil ich einfach, wenn ich spiele, so krass mit den Augen spiele auch. Und dann war sie halt, war schwer für sie. Okay. Also du verwirrst alle, auch am Set? Auch am Set auf jeden Fall, weil ich bin halt so der Augenspieler. Mhm. Wir können es mal probieren. Guck mal, guck mich mal an. Ja. Mhm. Auf alle Fälle. Es wird schon langsam, ja. Total. Genau. Ja. Wir können um 19 Uhr nachher auch noch da sitzen. Aber dann... Lass mal entstehen. Sehr gut. Du bist ja in der Region Tübingen, Mössingen, groß geworden. Aha. Hast du ja auch noch Zeit dafür, jetzt noch für einen Besuch? Ah. Du meinst Besuch, meine Mutter besuchen und meine Freunde. Oder geht's gleich wieder zurück jetzt nach Köln? Kurz nach der Show habe ich erstmal die Freundschaft gekündigt. Bei meinen Freunden und mit der Familie den Kontakt abgebrochen. Mhm. Und jetzt mal gucken, je nachdem, wie die Show läuft, werde ich wieder Kontakt aufnehmen oder nicht. Okay. Also ich habe... Hängt also von der Show ab. Genau, je nachdem, wie erfolgreich die wird und so. Und also ich habe jetzt erstmal keinen Kontakt, was auch gut ist und wichtig für den Prozess. Nee, ich habe noch gesagt, ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich hier bin, fahre ich nach Hause. Außer heute habe ich es nicht geschafft. Gut, dann steht ja auch... Leider Gottes auch bald Weihnachten wieder vor der Tür. Wir kommen alle Jahre wieder, der gleiche Hype, sage ich mal. Das ist doch schön. Immer. Ja, also die einen gefällt es, den anderen nicht. Also ich finde, es ist mittlerweile zu hektisch geworden. Wie siehst du es? Ja, ich finde es hammergeil. Hammergeil? Ja, aber ich lasse mich nicht stressen. Erstens, meine Brüder und ich, wir beschenken uns nicht mehr. Mhm. Wir schenken nur noch meiner Mutter irgendwas. Irgendwas, wo wir auch einen Nutzen von haben. Und dann eine Freundin habe ich ja auch noch und noch eine andere. Und die beschenke ich und fertig. Mhm. So. Wir stressen uns aber nicht mehr. Aber wir freuen uns natürlich zusammen zu sitzen, was zu essen, was zu trinken und zu uns zu kommen, wieder zusammen zu lachen. Und dann geht's wieder los. Mhm. Es geht immer so schnell vorbei. Klar. Wie gesagt, wenn man jetzt wirklich in die Geschäfte schaut, im September schon die ersten Lebkuchen. Ja. Das, also die Vorzeit, die finde ich, ist ein bisschen zu lange alles. Das war früher. Ich finde es immer voll schön. Ich sehe dann die Lebkuchen und dann denke ich, ist lecker, aber ich kann ja jetzt noch nicht anfangen, aber dann kaufe ich mir doch welche und esse. Okay. Ich finde es immer total schön. Also du bist derjenige, der die Lebkuchen kauft? Ich kaufe die Lebkuchen, aber nur bei, darf man hier Namen nennen? Ich habe kein Problem. Nur die von Edeka. Edeka. Ja, die von Edeka. Und Leibler und Frisch sollte auf jeden Fall wieder produziert werden. Richtig. Auf jeden Fall. Weil das ist eine gute Sache. Du, Weihnachten haben wir da noch nie gehabt bei Leibler und Frisch. Ja. Da gäbe es viel zu backen. Aber richtig viel, hör mal. Mhm. Lebkuchen bei Leibler und Frisch. Das wär's doch. Aber jetzt muss, glaube ich, erst aus der ehemaligen Bäckerei, was ja jetzt drin ist. Genau. Der Friseurladen wieder raus. Da ist jetzt ein Friseurladen drin. Was wollt ihr mit einem Friseurladen? Was soll ich da machen? Da ist jetzt ein Friseurladen drin. Ja. Ja, dann. Fürs Fernsehen wiederum. Mhm. Ist das die neue Serie, die da. Wie heißt sie? Fuchs und Hahn oder. Oder nee, Fuchs und Gans. Fuchs und Gans. Ja, Fuchs und Gans. Ja, toi, 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 dass ihr auch erfolgreich werdet. Aber ich hoffe natürlich auch, dass Leibler und Frisch weiter produziert wird. Und vielleicht finden wir dann ein neues Plätzchen für die Bäckerei. Aber
Das wäre natürlich schön. Genau. Gut, wie geht es für dich jetzt weiter? Was sind außer deiner Show sonst noch für Projekte, die jetzt in nächster Zeit anlaufen oder vielleicht erst nächstes Jahr auch anlaufen? Noch nichts in Planung. Doch, es ist viel in Planung. Wir wollen auch für nächstes Jahr planen wir eine Tour. Mhm. Und ich weiß aber nicht, wann die genau. Jetzt müssen wir auch, je nachdem, wann die Teddy-Show fertig ist. Mhm. Entweder währenddessen glaube ich nicht, aber kurz danach werden wir dann eine Tour machen. Okay. Mhm. Durch ganz Deutschland dann, oder? Whole Germany. Oder international, mal gucken. International oder nur Germany. Okay. Wenn man da jetzt genaueres wissen möchte oder generell einfach ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, hast du auch eine eigene Homepage? Nein. Grundsätzlich nicht, oder? Nee, ich hab keine. Wo erfährt man dann die Termine? Bei meiner Agenturseite, so bei der okay. bei meiner Agenturseite characters.de oder bei meinem Management, der mediafairs.de. Oder dann bei meiner Mutter bei mama.com oder dann bei meinem Bruder. Aber wenn du keinen Kontakt mehr hast, leiden die. Die verwaltet, die arbeitet so, immer noch für okay, mich. Okay, okay. Oder beziehungsweise sie arbeiten immer noch für mich okay. und die müssen ja auch von irgendwas leben. Genau, klar. Mhm. Also so profitiert jeder davon. Ja. Dafür ist mir wichtig. Ja, ganz genau. Okay, dann würde ich schon sagen, haben wir da ein bisschen wieder was erfahren und wir beobachten das Ganze auf alle Fälle, wie es da weitergeht mhm. bei deiner Show. Und nächstes Jahr sind wir bestimmt, wenn das alles gut geht, wieder. Bei deiner Tournee mal dabei. Ja, wenn alles klappt und die Tournee so weit ist, dass die vorgeführt werden kann oder die Bühnenshow, dann können wir uns auf jeden Fall, freue ich mich drauf. Dann machen wir wieder was. Illegales, hast du letztes Mal gesagt. Ja, bist ja? verrückt, aber was ist denn hier los? Illegales. Das war. Achso, das war bei Soko. Soko war ja eh alles kriminell. Ja, genau. Immer. Gut, ja Entschuldigung. Gut. Teddy, herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Ja. Vielen Dank und danke dir auch. Alles Gute, mhm. viel Erfolg. Gleichfalls. Und wir sehen uns. Hau rein. Jetzt trainieren im Fitnessstudio. Genau. Gut, liebe Podcast-Freunde, das war's. Danke an Teddy nochmal und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin.